Kämpfer an der Tür. Der Große ist noch nicht aufgetaucht, oder? Nein, der Große ist noch nicht hier. Oh, der da spackt ein bisschen rum. So. So, zurück an die Arbeit. Reparieren, das finde ich am wichtigsten erstmal. So, ich gebe mal einen Tunnel in Auftrag hier. Ich will auch oben graben. Will, dass du maximale Priorität hast, damit wir nämlich an das Eisen da oben rankommen. Ich brauche dringend Eisen. Und ein Altar wäre nicht schlecht. Im Augenblick habe ich Glück, dass sich der Große ruhig verhält. Ne, halt. Es ist gar kein Großer gespawnt, so wie es aussieht, oder? Ne, das da war so ein Magier, so ein Fernkämpfer. Unsere Werkbank ist hier. Machen wir uns fürs Erste nochmal einen. Ah ja, tatsächlich. Und wenn das voll ist, dann respawnt ein Toter erstmal. Oh, und sie haben mir wieder ein Loch in die Mauer gerissen. Oh, es wird automatisch ersetzt. Gut. Oh, es kommt Eisen rein. Sehr gut. Aber jetzt stehen sie mit Schwefel darum. Also gibt mir Schwefel. Zwei Schwefelstockpiles. Und du verlager mal bitte die Glasbarren da, wo sie hingehören, hin. Mit den beiden, mit den Glasbahnen baust du bitte den Altar fertig. Ah, das sind keine Glasbahnen, das sind Eisenbahnen.
So. Das ist schon mal soweit fertig. Mach den Bauauftrag mal bitte schneller. Der Tunnel wird gegraben. Und der Altar ist auch demnächst fertig. Macht mir noch mehr. Eisenbarren. Wir brauchen nämlich jetzt jede Menge Eisen. So, hier wird ist angeblich noch eine Sache angemeldet. Jetzt nicht mehr, gut. Das heißt, wir können den Bauauftrag löschen und haben jetzt nur noch den einen, das ist gut. Das ist der falsche Balken. Das ist der richtige Balken. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach nee, so wollte ich das nicht. Ich wollte den da haben. Das habe ich dann auch irgendwie nicht richtig bedacht. Gut, da ist es gut, dass ich da auch was gelernt habe. Aber machen wir das jetzt erstmal so. Da kommt die nächste Welle. Jetzt kommt ein Dicker auf jeden Fall. Ja, ich rufe mal zu den Waffen. Zu den Waffen, Leute. Okay, einer von euch bitte zurück, den Bogen abgeben erstmal. Und die Armbrust nehmen. Wir brauchen nämlich mehr Feuerkraft. So, währenddessen kann ich mal den Bauauftrag weiterplanen, bis die Corruptrons jetzt wirklich ankommen. Da kommen sie. Okay, sie hauen wieder Löcher in die Mauern. Das ist nicht gut.
Oh, da ist der Große auch dazwischen. Der haut richtig rein. Oh, und da fällt einer meiner Bogenschützen nach unten. Oh. Au. Renn um dein Leben. Ich hab gesagt, renn. Renn, 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 renn. Renn rein. Okay, er will die Tür einstampfen. Oder auch nicht. Au. Okay, Ritter, Rückzug. Das müssen die Fernkämpfer erledigen. Okay. Zurück an die Arbeit. Oh, jetzt muss das Loch da erstmal zugemacht werden. Achso, das zählt ins Reparieren mit rein. Sehr gut. Zum Glück scheinen einige Steine abgestürzt zu sein und da liegen geblieben zu sein. Okay, wir haben Eisenbarren, das heißt, wir machen jetzt mal ein paar Wachstationen. Und platzieren wir unsere ersten Laternen. So, das heißt, wir brauchen noch eine Laterne. Mehr erstmal. So, und die Wach... Du nimmst nur Wachstationen an. Neben den Wachstationen noch zwei Heilstationen hier an die Tür. Die brauchen wir nämlich auch unbedingt. So, Heilstationen kommen dann erstmal nur zu dir. Wobei, wir können Lager anregen hier für Wach- und Heilstationen.
Und hier für die anderen beiden Stationen. Dann können wir dem Sager sagen, es soll alles annehmen. So, da sie erstmal von hier angegriffen haben, packen wir hier mal ein paar Wachstationen hin. Und packen hier noch eine hin. Ne, nicht hier, sondern da ist frei, da ist Stein, da ist frei, hier eine hin. So, die Mauer ist repariert. Der nächste Angriff folgt bald. So, da uns der Schwefel ausgeht, nehmt ihr auch bitte Schwefel wieder an. Und sammelt hier noch den Schwefel ein. So.